Hallo. Heute zeige ich dir, wie ich diesen Containerschuppen gebaut habe. Für dieses Projekt benutze ich nur Materialien, an die jeder rankommt. Das heißt, du brauchst dicke Pappe mit einer gewellten Schicht im Inneren und etwas dünnere Pappe, zum Beispiel Cornflakes-Karton. Ich habe dann noch Pappe benutzt, die etwas dicker ist als der Cornflakes-Karton. Für die spätere Dekoration habe ich Zahnstocher benutzt. Wie du hier sehen kannst, klebe ich im Grunde eine Pappbox mit etwas irregulärer Form zusammen. Um die Box interessanter aussehen zu lassen, klebe ich dünne Kartonstücke auf. Hierbei sind der Fantasie keine Grenzen gesetzt. Übrigens benutze ich hier mein erstes Stück als Schablone. So muss ich nicht alles jedes Mal neu ausmessen. Hier cheate ich jetzt ein bisschen. Meine Pappe war etwas ungeeignet, um sie als Wellblech zu nutzen. Also bin ich auf Wellpapier ausgewichen. Und in Kombination mit Zahnstochern wird daraus ein wunderbar schäbiges Vordach. Zahnstocherstückchen bilden hier eine Leiter. Aus der Pappe habe ich Barrikaden und eine Lüftung gebastelt. Mit einer Lochzange habe ich hier aus der Cornflakes-Pappe Nieten ausgestanzt. Du musst das nicht machen, funktioniert aber super zum Detaillieren. Du könntest auch Flaschen- oder Milchkartondeckel ankleben, aber ich habe mich dagegen entschieden. Bemalung.
Bemalt habe ich das Gebäude wie immer. Orange, braun und schwarz bilden die rostige Grundschicht. Dann habe ich Farbe mit einem Schwamm aufgetupft. Diesmal habe ich den Farbflecken eine helle Außenlinie verpasst, wie du hier sehen kannst, sodass es aussieht, als würde die Farbe abpellen. Danach habe ich natürlich Metallfarbe aufgetragen und alles in Wash gebadet. Anschließend wurde alles mit der Metallfarbe trocken gebürstet und zu guter Letzt habe ich noch mit Wasser verdünnte orange Farbe aufgetragen, um alles noch verrosteter aussehen zu lassen. Und jetzt zeige ich dir das fertige Stück, während ich überdramatische und epische Musik abspiele, um dir glauben zu machen, dass ich ein wirklich episches Geländestück gebastelt habe, obwohl das nur eine angemalte, mit Müll vollgeklebte Pappbox ist. Aber ja, hier ist es. So, danke fürs Zugucken. Bitte gib dem Video ein Like, drück den Abo-Button und lass mir vielleicht einen Kommentar da. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen.